Nochmal Blau-Rot TV zum dritten. Jetzt mit unserem Trainer Markus John, der mit Sicherheit genauso glücklich ist wie seine Spieler. Wie groß ist die Erleichterung über den ersten Sieg in der Saison? Sehr groß, sehr groß. Ja, ich meine, die Jungs haben auch seit 2 Wochen gut trainiert und deswegen war es auch total schade, dass sie sich dafür nicht belohnt haben in der letzten Woche. Und umso froher bin ich natürlich jetzt, ja, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, fand ich. Auch das souverän durchgespielt haben und so stellt man sich das vor. Dann haben wir die Fans hier auch auf unserer Seite gehabt. Also war ein rundum gelungener Samstagabend, würde ich sagen. Lief auch alles so ein bisschen in unsere Richtung am Anfang. War wieder so ersten 10 Minuten ein bisschen Nervosität, vor allen Dingen hinten in der Kette. Bei den langen Bällen war ein bisschen Unsicherheit da. Hat sich aber, man hat das Gefühl gehabt, ich habe es so oben gesagt, man zieht ein bisschen am Schopf selber. Leistung wird immer stärker und dann hat man sich kurz vor der Pause zum richtigen Zeitpunkt belohnt. Das zweite Tor war natürlich besser, kann es ja gar nicht laufen. Ja, die Tore fielen zu den richtigen Zeitpunkten, allerdings muss man die auch erzwingen. Ne? Also mit Mike mit dem Freistoß, sage ich, das ist ein überragender Freistoßschütze und dann läuft der Kalli dann da rein, das war ja schon top. Und dann haben wir uns auch in der Halbzeit vorgenommen, dass wir den einen oder anderen Ball tiefer spielen müssen, also über die Abwehrkette drüber. Und ich finde, das hat gut funktioniert und so haben wir es dann hinterher die Räume für die sehr groß werden lassen. Und wenn wir sehr groß sind, das haben wir letzte Woche erfahren, dann ist es schwer, gegen uns zu spielen. Und deswegen bin ich glücklich, dass wir das Ding gewonnen haben, ja. Frage habe ich zu Ole Päfken, der heute seinen ersten Einsatz auf der Rechtsverteidigerposition macht. Auf mich nicht den Eindruck, als wenn er so richtig rund läuft. Hat noch ein bisschen Probleme, oder? Er ist so 1-2-2-Kämpfen, ist er lieber aus dem Weg gegangen, hatte ich so. Hat ansonsten eine gute Leistung gebracht. Ja, genau. Ich fand auch, der hatte so eine Schonhaltung ganz am Anfang drin. Also, das sieht so ähnlich aus, wie wenn ich morgens aufstehe. Und da hat er so eine Schonhaltung drin gehabt. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass er Motoröl reingekommen hat und dann lief es schmieriger. Und zum Schluss war natürlich, ich fand, der hat dann eine souveräne Leistung gemacht. Man merkt dann schon, dass es ein souveräner Spieler ist, der dann trotzdem, obwohl er vielleicht nicht hundertprozentig fit ist, nichts anbrennen lässt. Aber in 1-2 Situationen gebe ich dir recht. Einmal hier der Ball auf der Außenseite, da zieht er nicht so hundertprozentig durch. Und das zweite Ding, wo er vielleicht vorne noch abschließen kann, hat er, glaube ich, bei einem Linksschuss auch Angst um seinen Rücken gehabt. Und ja, von daher, aber trotzdem eine gute Leistung, fand ich. Negativ, Maxi Funk musste erst eine Halbzeit vom Platz, kam mit Krücken wieder. Wie schlimm ist es? Ich bin kein Arzt, aber Ferndiagnose, Bänderriss, würde ich sagen. Also der ist getroffen worden am Knöchel. Ich würde sagen, Außenband ist auf jeden Fall beschädigt. Und ich glaube, es ist Bänderriss. Wäre natürlich total schade, ne, weil wir brauchen da einen stabilen Sechser. Ich fand, der hat es auch gut gemacht. Und da wäre total schade, wenn der jetzt ausfällt. Dann müssen wir noch intensiver die letzte Woche auf dem Transfermarkt uns umschauen. Obwohl wir eigentlich auch noch vertragslose Spieler, kann man ja auch noch verpflichten. Wollte ich dich sowieso fragen, du hast den einen oder anderen die Absage auch gekriegt, weil es um 50 Euro ging, hast du mal so lapidar gesagt. Ja. Solche Spieler kommen auch nicht mehr in Frage, wenn die Transferzeit rum ist und die nichts gefunden haben, denke ich mal. Nee, wenn dann eine Absage erteilt wurde, dann kriege ich auch nicht mehr an und dann ging auch durch. Auf der anderen Seite, wir haben ja gesehen, wir haben ja eine gute Elf, ne, oder eine, insgesamt eine gute Mannschaft. Und aber ich bin trotzdem noch in den letzten 4 Tagen immer noch auf der Suche, ob da noch jemand kommt. Aber im Moment ist auch noch nichts irgendwie so in der Pipeline. Also muss man gucken. Kalli Weber, wollen wir noch nach vorne gehen, heute endlich mit seinem ersten Tor, auch mit so einem richtig schönen Mittelstürmer-Abstauber-Tor, hat er richtig gut reagiert, war 2 Meter vor allen anderen am Ball. Konnte man auch in der zweiten Halbzeit merken, dass es ihm ganz gut getan hat. Ne? Der hat dann nochmal auf die Laufleistung aus der ersten nochmal einen draufgelegt, hatte ich den Eindruck. Ja, ist ja auch ein Spieler, der, ich sag jetzt mal, vom Selbstvertrauen zehrt, ne? Wer nicht, aber er schon extrem, finde ich. Ne? Und wenn er 1-2 gute Situationen hat, dann gelingen ihm auch viele Sachen. Und wir haben gesehen, dass auch mit seiner Schnelligkeit eine Waffe sein kann. Von daher war das, fand ich auch von ihm eine gute Leistung. Letzte Personalie, die mir noch aufgefallen ist, Gianluca Rizzo hatte laut Zeitungsbericht ein bisschen Probleme mit den Bändern, ist dann doch reingekommen für Maxi Funk. Hat mir heute ziemlich gut gefallen, sehr spielfreudig unterwegs und auch ein bisschen mehr Dynamik als letzte Woche noch. Auf jeden Fall, der musste am Donnerstag das Training abbrechen, ist umgeknickt, hatte deshalb Bänderprobleme, ist dann auch 2-mal behandelt worden noch von Simon und war aber heute fit, hat eine Schmerztablette genommen und ich fand auch, er hat das Spiel nochmal belebt, muss man sagen, und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Es steht am Mittwoch
Grefrath an. Wir haben, die Mannschaft hat sich gerade ein bisschen feiern lassen, hat es richtig genossen, endlich mal mit den Fans hier ein bisschen feiern zu können. Jetzt müssen wir die Kirche auch im Dorf lassen, haben jetzt einen klassentieferen Gegner, der aber nicht zu unterschätzen ist. Sie stehen auch mit oben drin. Ja. Was erwartest du da für ein Spiel? Ja, wir werden trotzdem wieder eine gute Mannschaft dahinstellen. Also das wird jetzt hier, wir können jetzt hier keinen schonen und so weiter. Ne? Also von daher werden wir auch wieder eine gute Mannschaft hinstellen, dass wir da keine Zweifel aufkommen lassen, hoffentlich, dass wir da weiterkommen wollen. Und weil der Niederrhein-Pokal ist für den Verein auch eine wichtige Einnahmequelle oder kann eine wichtige Einnahmequelle werden. Und da arbeiten wir mit noch dran. Weiter gearbeitet wird an den Abständen zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. In der ersten Halbzeit heute war es ab und zu dann doch nochmal ein bisschen weit. Ne? Ja, war wieder ein bisschen weit und das merkt man dann immer, wenn der Gegner ja irgendwie besser ins Spiel kommt. Wir müssen uns aber auch noch trauen, vorne in der vordersten Reihe auch einfach mal anzulaufen. Da, ich finde, da warten wir immer noch zu lange wie so ein Kaninchen vor der Schlange. Und da muss man einfach mal Spieler anlaufen, damit halt kein gezielter Ball gespielt werden kann. Ich werde den Ball wahrscheinlich selber nicht gewinnen, aber ich mache es meinen Hinterleuten ein bisschen einfacher, indem ich einfach mal mit Risiko anlaufe. Das ja, muss besser werden. Aber heute wollen wir die drei Punkte genießen. Lass dich auch noch ein bisschen feiern. Danke. Bis Mittwoch. Danke.